Ja, sehr geehrte Studierende, liebe Gäste, ich darf Sie herzlich zu unserer heutigen Sitzung in der Vorlesung Athen in klassischer Zeit begrüßen. Heute steht alles unter dem Zeichen der sogenannten Public Climate School der Universität Augsburg, die Ihnen auf unterschiedliche Weise die Forschung nahebringen soll, die verschiedenste Fächer an der Uni zur Erforschung des Klimas und vor allem von auch Klimaresilienz unternehmen. Ich freue mich sehr, dass ich etwas zu dieser Climate School beitragen kann, weil ich denke, dass ein tiefenhistorischer Blick unerlässlich ist, wenn wir verstehen wollen, wie sich das Klima über die Zeiten verändert hat und wenn wir zugleich verstehen wollen, in welcher Wechselbeziehung menschliche Systeme und Klima bzw. Klimaereignisse standen. Auch deswegen möchte ich die heutige Vorlesung mit zwei thematisch gesehen großen Blöcken bestreiten, in denen ich zwei übergeordneten Fragen nachgehen möchte. Erstens, was verstanden antike Menschen im klassischen Griechenland unter Klima? Es geht also ganz entschieden hier um antike Konzepte des Klimas, wie wir sie in unterschiedlichen Texten greifen können. Und es geht um die wichtige Frage, welches Wissen und welche kulturellen Überlebensstrategien antike Menschen entwickelten, um in ihrer Lebenswelt zu bestehen. Und zweitens, was wissen wir heute über das Klima der klassischen Zeit? Es wird also um moderne Methoden der Klimaforschung gehen und hier vor allem um die für die Geschichtswissenschaft so wichtige Frage, wie wir das Klima als historische Größe in unserer Analyse der Geschichte integrieren können. Dabei gibt es Probleme, aber sicher auch einige Perspektiven, die ich aufzeigen möchte. Also Sie sehen, wir haben einiges vor. Ich hoffe, ich komme gut durch, auch kräftemäßig. Ich habe ein bisschen Magen-Darm, deswegen, also wenn ich irgendwie schnell entschwinde, wissen Sie, was Sache ist. Machen Sie einfach den Weg frei. Genau. Beginnen wir mit etwas, das wir schon gut kennen. Die Akropolis, jener Fels, der uns schon in der vorangegangenen Sitzung bzw. in beiden Sitzungen als wichtiger Orientierungspunkt diente. Wie wir diskutiert haben, war die Akropolis Projektions- und Imaginationsfläche attischer Ursprungserzählungen, sowohl in mythologischer als auch in historiografischer Hinsicht. Ein wichtiger, obgleich nach wie vor in dieser Hinsicht unterschätzter Umweltdenker der Antike war der Philosoph Platon, der eine Reihe kosmologischer Dialoge geschrieben hat, die über Entstehung und Entwicklung der Erde sowie des Kosmos nachgedacht haben. Er beschreibt die alte Athener Landschaft, die sich im Laufe der Jahrtausende stark verändert hat, auf folgende Weise. Zitat: Was heute von unserem Boden übrig geblieben ist, kann mit jedem anderen Boden mithalten, denn er ist sehr ertragreich und reich an Feldfrüchten und Weideland für alle Art von Vieh. Und zu jener Zeit produzierte er diese Dinge zusätzlich zu seiner guten Qualität in großer Menge. Warum entspricht diese Aussage der Wahrheit und welche Überreste des Landes, die damals vorhanden waren, bestätigen sie? Das ganze Land, also er spricht von Attika, liegt wie eine Landzunge, die vom Rest des Kontinents weit in das Meer und die ganze Fläche des Meeres hineinragt. Ringsherum ist es übrigens von großer Tiefe. Da in den 9000 Jahren viele große Erschütterungen stattgefunden haben, so viele Jahre sind es von damals bis heute, bildet der Boden, der während dieser Zeitalter und Katastrophen immer wieder von den Hochländern weggebrochen ist, keinen nennenswerten Haufen von Ablagerungen wie in anderen Regionen, sondern gleitet unaufhörlich ab und verschwindet in der Tiefe. Und wie bei kleinen Inseln ist das, was jetzt übrig bleibt im Vergleich zu dem, was damals existierte, wie das Skelett eines kranken Mannes, da die ganze fette und weiche Erde verschwunden ist und nur noch das nackte Gerüst des Landes übrig bleibt. Aber zu jener Zeit war das Land unversehrt und anstelle der Berge hatte es hohe, ackerbaulich nutzbare Hügel und anstelle der Moorlandschaften, wie sie heute genannt werden, gab es Ebenen voller reicher Böden. Und es hatte viel Wald in seinen Bergen, wovon es auch heute noch sichtbare Zeichen gibt. Denn es gibt einige Berge, die jetzt nichts als Nahrung für Bienen haben, aber sie hatten vor nicht allzu langer Zeit Bäume. Und die Sparren von denen, die dort gefällt wurden, um die größten Gebäude zu überdachen, sind noch intakt. Außerdem gab es viele hohe Bäume, die kultiviert wurden, und es gab unendlich viel Weideland für die Herden. Außerdem wurde es durch die jährlichen Regenfälle von Zeus bereichert, die nicht wie jetzt vom kahlen Land ins Meer fließen, sondern der Boden war tief und nahm das Wasser auf, indem er es in dem zurückhaltenden Lehmboden speicherte und indem er das Wasser, das dort aufgenommen wurde, von den Höhen in die Senken ableitete, versorgte er alle verschiedenen Bezirke mit reichlich Quellwasser und Bächen,
wovon die Schreine, die noch heute an den Stellen stehen, an denen früher die Quellen waren, Zeichen sind, die bezeugen, dass unsere heutige Beschreibung des Landes wahr ist. Erstens war die Akropolis, wie sie damals existierte, anders als heute. Denn so wie sie jetzt ist, wurde sie durch die Wirkung einer einzigen Nacht mit außergewöhnlichen Regenfällen zerbröckelt und vom Boden befreit. Als die Erdbeben gleichzeitig mit der dritten der verheerenden Überschwemmungen auftraten, die der zerstörerischen Sintflut zur Zeit des Deukalion vorausgingen. Aber in ihrer früheren Ausdehnung zu einer früheren Zeit ging sie hinunter zum Eridanos und zum Elissos und umfasste in ihrem Inneren die Pnyx und hatte den Lykabettos als ihre Grenze gegenüber. Und sie war ganz reich an Erde und auf der Oberseite eben. Und in der Nähe der heutigen Akropolis gab es eine Quelle, die durch die Erdbeben verstopft wurde, sodass heute nur noch kleine Rinnsale davon übrig sind. Aber für die Menschen jener Zeit war sie ein ergiebiger Strom für alle, der sowohl im Winter als auch im Sommer gut temperiert war. Ein Medium, das im Kontext der modernen Klimageschichte eine wichtige Quelle darstellt, sind die Fotografien von Gletschern und wie sie sich im Laufe der Zeit verändert haben. Freilich kann man Platons Text nicht mit einer modernen Fotografie vergleichen. Dennoch entwirft er in seinem Text einen imaginativen Raum, in dem er vorgibt, einen älteren Zustand der Akropolis abzubilden, eine Akropolis, die durch fruchtbaren Boden geprägt war und viel größer war als das, was die Zeitgenossen kannten. In nur einer Nacht, so Platon, sei sie durch Erosion hinweggeschwemmt worden und gleichzeitig selbst jenem Skelett eines Landes, das der Philosoph so wortreich beschwört. Was Platon schon wusste, hat die moderne Forschung in gewisser Weise bestätigt. Der Mittelmeerraum gehört zu den erosionsanfälligsten Regionen der Welt. Die wissenschaftliche Forschung hat jedoch ein komplexeres Bild ergeben als die kontinuierliche Verschlechterung der antiken Landschaft. Im Gegensatz zu Platons Meinung hat die Geoarchäologie deutlich gemacht, dass die Felder des Mittelmeers während der gesamten Zeit der menschlichen Besiedlung nicht kontinuierlich weggeschwemmt worden sind. Es war Vita Finzi, der 1969 erstmals die Häufigkeit und das Ausmaß der Erosion im gesamten Mittelmeerraum seit dem Ende der letzten Eiszeit dokumentierte. Er vertrat die Auffassung, dass starke Erosion selten und auf bestimmte Zeiträume beschränkt war und durch Klimaschwankungen verursacht wurde, während in den meisten der letzten 12.000 Jahre stabile Landschaften und Bodenwachstum vorherrschten. In der Zwischenzeit, seit 1969, hat die Grundlagenforschung zur Erosion im Mittelmeerraum wiederum ein differenzierteres Bild ergeben. Ein Großteil der Bodenverluste ist auf seltene und ungewöhnliche Wetterereignisse zurückzuführen, die je nachdem, wie viel von der Landschaft durch menschliche Eingriffe gerodet wurde, größere Auswirkungen haben. Diese Ereignisse traten in der Regel häufiger während längerer Perioden auf, in denen das Klima von der mediterranen Norm abwich, konnten aber auch zufällig als Nebenprodukt des mediterranen Klimas auftreten. So konnte es selbst in klassischer und hellenistischer Zeit, als ein gemäßigtes Mittelmeerklima vorherrschte, zu weit verbreiteten Missernten kommen, wie in zeitgenössischen historischen Quellen und Inschriften berichtet wird. Wir werden darauf im zweiten Teil noch zurückkommen. Um ein realistischeres Bild des Wandels der mediterranen Landschaft zu zeichnen, ist das Element der Zeitskala von zentraler Bedeutung, und hier bietet der vom französischen Historiker Fernand Braudel entwickelte Rahmen eine geeignete Methodik. Braudel stellte sich die mediterrane Vergangenheit als Ergebnis der Interaktion dynamischer Kräfte vor, die in parallelen, aber oft unterschiedlichen Zeiträumen wirken. Kurzfristige Zeiträume, beobachtbar innerhalb eines Menschenlebens oder weniger, mittelfristige Zeiträume, Jahrhunderte oder mehr, für die Zeitgenossen nicht eindeutig erkennbar, und langfristige Zeiträume, bis zu Tausenden oder Millionen von Jahren, für die menschlichen Akteure der Vergangenheit überhaupt nicht erkennbar. Langfristig gesehen ist der offensichtlichste Motor für Veränderungen die tektonische Wirkung auf die Landschaft. Also das hier ist nochmal auch die Differenzierung, wie sie Braudel eingeführt hat, mit unterschiedlichen Terminologien, die Sie sicher auch in Seminaren zur Geschichtstheorie lesen und diskutieren. Also diese extrem lange Zeit, das ist die Géohistoire. Die longue durée, das sind eher diese Jahrhunderte. Ja, die Strukturen, menschliche Strukturen, die ausgebildet werden. Und dann gibt es eben noch eine Ereignisgeschichte. Der Mittelmeerraum liegt an der aktiven Schnittstelle zwischen den aufeinanderprallenden afrikanischen und eurasischen tektonischen Platten,
während Teile Italiens und der Ägäis weiter in Teilplatten zerbrochen sind, was die geologische Instabilität noch verstärkt. Erdbeben und Vulkanzonen markieren die beweglichsten Gebiete der neotektonischen Aktivität. Der Ausbruch von Terra Santorini um 1600 vor Christus, des Vesuvs im Jahr 79 nach Christus, die Verschlingung von Helike 373 vor Christus und die Hebung von Teilen des westlichen Kretas im 5. Jahrhundert vor Christus sind bekannte Beispiele für dramatische Ereignisse, die auf diese Langzeiteffekte zurückzuführen sind. Ein zweiter langfristiger Effekt, dessen Wirkung in der klassischen Welt noch immer nachweisbar ist, ist der Zyklus von Eiszeiten und Zwischeneiszeiten. Wir leben glücklicherweise seit 12.000 Jahren in einer Warmzeit, wären aber wohl bereits in den Anfängen einer neuen Eiszeit, wenn nicht der Treibhauseffekt den Beginn dieser Zeit verzögert hätte. In der gegenwärtigen Warmzeit stellen die zwei Jahrtausende der griechisch-römischen Zivilisation den Höhepunkt der Entwicklung von Landwirtschaft, Viehzucht und der Schaffung einer physischen Infrastruktur in der Landschaft dar. Die vorangegangene Anhäufung technologischer Innovationen wie die Verbreitung des Pfluges, die Zugkraft der Tiere, die Verwendung von Milchprodukten und Textilien aus Haustieren und die Weiterentwicklung der Verwendung von Metallen hatte bereits vor dem Aufstieg der griechischen Polisgesellschaften und des Römischen Reiches stattgefunden. Auch die Terrassierung von Landschaften und das komplexe Management von Bewässerungssystemen waren weit fortgeschritten. Doch zwei Dinge bewirkten einen entscheidenden Unterschied in der klassischen Zeit. Erstens sammelte die Ausbreitung der griechischen und phönizischen Gesellschaften, gefolgt von der noch größeren Ausdehnung des Römischen Reiches, all dieses erworbene Wissen und verbreitet es über immer größere Regionen und immer vielfältigere Landschaften. Als Ergebnis dieses akkumulierten und verteilten Wissens erreichte die Bevölkerung auf dem Land und in der Stadt, die durch die ländliche Produktion unterstützt wurde, zweitens in den meisten Teilen der klassischen Welt eine nie zuvor erreichte Größe, während das Ausmaß der Landnutzung von trockengelegten Sumpfgebieten bis hin zu halbtrockenen Wüsten, die durch ausgeklügelte Abflusssysteme zum Blühen gebracht wurden, ein noch nie dagewesenes Niveau. Die Frage ist, ob und wie das Klima bei dieser Blütezeit eine Rolle spielte. Das hier ist jetzt ein Graph aus dem Buch von Josiah Ober, ja, die klassische Welt, das klassische Griechenland, das ich Ihnen sehr zur Lektüre empfehle. Es ist aber sehr umstritten von der, sozusagen, wie er die Demografie zeichnet. Das wollte ich nur noch als Nebensatz gesagt haben. Wir können aber davon ausgehen, dass es zu einem Bevölkerungswachstum kommt, ganz klar in der klassischen Zeit. Kommen wir damit zum Begriff des Klimas bzw. zu antiken Konzepten des Klimas. Wie wir anhand der eingangs zitierten Passage sehen können, hatten die griechischen Philosophen der klassischen Zeit durchaus eine Vorstellung von Perioden langer Dauer, aber sie rahmten sie kulturell gesehen auf sehr spezifische Weise ein. Man muss sich also bewusst sein, dass es unweigerlich unüberbrückbare Unterschiede zwischen der Antike und der Moderne gibt, und sei es nur in den Wörtern, selbst wenn diese modernen Begriffe einen griechischen Ursprung haben. Das Wort Klima existiert im Deutschen seit dem 16. Jahrhundert. Es handelt sich um ein Wort, das aus dem griechischen Klima, Klimatos, über das lateinische Klima, Klimatis entstanden ist. Ursprünglich hatte dieses griechische Wort, das etymologisch die Neigung bedeutete, jedoch nicht die moderne Bedeutung von durchschnittlichen Wetterbedingungen. Oder nach Duden ist Klima, Zitat, für ein bestimmtes geografisches Gebiet typischer jährlicher Ablauf der Witterung. Außerdem ist das Wort im Griechischen relativ spät entstanden. Es gab es weder in der archaischen Epoche bei Hesiod oder Homer, noch in der klassischen Periode bei Hippokrates. Bei Platon ist es noch nicht einmal vorhanden. Erst bei Aristoteles findet das Wort mit nur zwei Belegen einen zaghaften Eingang. Aber auch wenn es das Wort Klima in der archaischen und klassischen Zeit noch nicht gibt, ist die Realität des Klimas da. Sie drückt sich bereits aus, aber mit einem anderen Wort oder anderen Worten. Es sind hauptsächlich die Jahreszeiten auf Griechisch Horai. Es gibt auch hier noch andere Begriffe, die ich hier mit abgedruckt habe. Ethos, Injautos, also Begriffe, die das Jahr umschreiben, oder Ekmemata, sogenannte Abschnitte in einem räumlichen, geografischen Sinn verstanden, etwas, das Aristoteles, wir werden gleich noch darauf eingehen, in die Diskussion bringt. Der moderne Begriff des Klimas beinhaltet die Identifizierung von durchschnittlichen, schwankungsanfälligen Wetterbedingungen und extremen Zuständen an bestimmten Orten und über einen längeren Zeitraum hinweg.
was die grundlegende Dimension der Zeit und des Gedächtnisses einführt, wobei qualitative und quantitative Faktoren berücksichtigt werden, wie zum Beispiel Sonneneinstrahlung, Niederschlag und Feuchtigkeit, Temperaturen, Windverhältnisse, alles Faktoren, die Messtechniken erfordern. In den Texten der alten Philosophen werden diese Faktoren erwähnt, aber eben ohne einen sozusagen in sich geschlossenen Wissensbereich auszubilden. Im Timaios führt Platon den Gedanken ein, dass es eine wesentliche Wechselwirkung gibt zwischen Umweltphänomenen, den klimatischen Bedingungen und der menschlichen Geschichte, indem er eine Theorie der Kataklysmen entwickelt. Also das ist im Grunde auch so etwas, was Sie gesehen haben mit diesem ersten Zitat, also mit diesen großen Sintfluten, die alles umstürzen. In seiner Eröffnungszählung im Timaios berichtet Kritias die Rede eines ägyptischen Priesters an Solon, den athenischen Gesetzgeber, über den wir noch sprechen wollen, der nach der Legende einst nach Ägypten gereist sein soll. Der alte Priester in Ägypten erinnert an die periodischen Katastrophen, die die Menschheit durch das Feuer und Wasser erlebt hat. Die Ägypten jedoch verschont haben, was von den Überschwemmungen profitiert. Zitat: Daraufhin sagte einer der Priester, ein sehr alter Mann: O Solon, Solon, ihr Griechen seid immer Kinder. Es gibt keine alten Griechen. Und als er, Solon, dies hörte, fragte er: Was willst du damit sagen? Und der Priester antwortete: Ihr seid alle jung an Seele, jeder von euch. Denn ihr besetzt nicht einen einzigen Glauben, der alt ist und aus einer alten Tradition stammt, noch eine Wissenschaft, die alt ist. Und das ist der Grund dafür. Es hat viele und mannigfaltige Zerstörungen der Menschheit gegeben und wird sie geben, von denen die größten durch Feuer und Wasser und die geringeren durch zahllose andere Mittel verursacht werden. Denn wahrlich, die Geschichte, die in eurem wie in unserem Land erzählt wird, wie einst Phaeton, der Sohn des Helios, den Wagen seines Vaters anspannte und weil er ihn nicht auf der von seinem Vater eingeschlagenen Bahn zu lenken vermochte, alles, was auf der Erde war, verbrannte und selbst durch einen Donnerschlag. Diese Geschichte, so wie sie erzählt wird, hat den Charakter einer Legende, aber ihr Wahrheitsgehalt besteht darin, dass sich die Himmelskörper, die sich um die Erde bewegen, verschieben und die Dinge auf der Erde durch ein heftiges Feuer zerstört werden, was in langen Abständen wiederkehrt. Zu solchen Zeiten erleiden alle, die auf den Bergen und an hohen und trockenen Orten wohnen, mehr Verderben als diejenigen, die in der Nähe von Flüssen oder dem Meer wohnen. Und in unserem Fall, also in Ägypten, bewahrt uns der Nil, unser Retter, auf andere Weise auch zu solchen Zeiten vor diesem Unheil, indem er hochsteigt. Und wenn andererseits die Götter die Erde mit einer Wasserflut reinigen, so werden alle Hirten und Viehzüchter auf den Bergen gerettet, die in den Städten eures Landes aber werden von den Strömen ins Meer geschwemmt. Während in unserem Lande weder dann noch zu irgendeiner anderen Zeit das Wasser von oben auf unsere Felder herabfließt, sondern alles von Natur aus, von unten heraufzukommen pflegt. Aus diesen Gründen wird das, was sich hier erhalten hat, für das Älteste gehalten. Denn in Wahrheit gibt es an jedem Ort, an dem keine übermäßige Hitze oder Kälte das verhindert, immer einen Menschenbestand, mal mehr, mal weniger zahlreich. Das, was die menschliche Population sichert, ist ein klimatisch gemäßigtes Klima, das weder übermäßige Kälte noch brennende Hitze hervorbringt. Es folgt auf diese Passage eine Lobpreisung des alten Athen, seiner Gesetze, ähnlich denen, die noch in Ägypten gelten, seiner Organisation, seiner Sorge um das Denken oder der Weisheit, die Athen damals mit Ägypten gemeinsam hatte. Die Göttin Athene hatte den Ort gewählt, der aufgrund seines Klimas am günstigsten für die Entwicklung dieser Weisheit war, wie der Priester Solon wissen lässt. Das vollkommene Gleichgewicht der Jahreszeiten ist förderlich für die Menschen. Da heißt es: Als nun die Göttin euch vor allen anderen mit diesem geordneten und regelmäßigen System ausgestattet hatte, gründete sie euren Staat und wählte den Ort, an dem ihr geboren wurdet, weil sie dort ein geeignetes Klima vorfand, das Männer von höchster Weisheit hervorbringen würde. Im Griechischen heißt es dazu Ten, Eukrasian, Ton, Oron, En Auto, Katidusa. Eigentlich, weil sie darin die Harmonie der Jahreszeiten wahrnahm oder die günstigste Mischung der Jahreszeiten darin sah. Also Klima findet sich hier, wie gesagt, als Begriff nicht. Das ist in der Übersetzung so wiedergegeben. So wählte die Göttin, die sowohl den Krieg als auch die Weisheit liebte, den Ort aus, der ihr am ähnlichsten war, und gründete diesen zuerst. Deshalb
lebtet ihr unter der Herrschaft solcher Gesetze, ja und noch besserer Gesetze, und ihr übertraft alle Menschen in jeder Tugend, wie es sich für die gehört, die Nachkommen und Säuglinge von Göttern sind. Die Errungenschaften eures Staates sind in der Tat zahlreich und groß, und sie sind ein Wunder für die Menschen, wie sie hier aufgezeichnet sind. Dann folgt letztlich eine Erzählung, die Sie alle kennen, das ist dann diese berühmte Atlantis, sozusagen, der berühmte Atlantis-Mythos, der Kampf Athens gegen Atlantis und die Vernichtung Atlantis in einer Flut und einem Erdbeben. Die Vorstellung, dass der Charakter von Menschen durch das Klima, in dem sie leben und aufwachsen, geprägt wird, findet sich häufig in der Philosophie der klassischen Zeit und ist mit einem Denken verknüpft, das wir heute Umweltdeterminismus nennen. Wir werden darauf noch zurückkommen. Das Wichtige ist, dass das, was Platon hier im Kontext einer tiefen zeitlichen Ursprungserzählung entwickelt, auch im Kontext seiner stärker politischen Philosophie eine Geltung beanspruchen konnte. So mussten Gesetzgeber genau berücksichtigen, an welchen Orten und in welchem Klima sie ihre Stadt gründeten oder in welcher Lage eine bestehende Stadt situiert war. Hier beispielsweise eine Passage aus den Gesetzen. Zitat: Denn auch das ist ein Punkt um Megillus und Klinias, den wir nicht übersehen dürfen, dass einige Gegenden von Natur aus besser als andere sind, um gute oder schlechte Menschen zu züchten, und dass wir diesem natürlichen Unterschied in unserer Gesetzgebung nicht widersprechen dürfen. Manche Gegenden sind schlecht oder gut konditioniert durch verschiedene Winde oder durch die Sonne, andere durch ihre Gewässer, wieder andere einfach durch die Produkte des Bodens, die entweder Gutes oder Schlechtes für den Körper bewirken und auch in der Lage sind, ähnliche Ergebnisse in der Seele zu bewirken. Von all diesen sind die Gegenden bei Weitem die besten, in denen eine Art himmlischer Wind weht. Diese Bezirke wird der kluge Gesetzgeber untersuchen, soweit eine Untersuchung solcher Dinge für einen bloßen Menschen möglich ist, und er wird versuchen, seine Gesetze entsprechend zu gestalten. Und auch du, Klinias, musst denselben Weg einschlagen, wenn du vorhast, das Land zu besiedeln, musst du dich zuerst um diese Dinge kümmern. Also es ist sozusagen hier der Versuch von Platon in diesem Dialog deutlich zu machen, auf was muss sozusagen so ein Gesetzgeber achten. Es ist sehr stark auch hier eingerahmt zum Teil von mythologischen Tendenzen. Etwas, das wir dann bei einem Schüler des Platon, nämlich bei Aristoteles, in dieser Form nicht mehr ganz so stark sehen. Aber Aristoteles müssen wir nennen, weil er für unser Thema hier sehr zentral ist. In den sogenannten Meteorologien wird das, was wir unter Klima verstehen, nicht als solches identifiziert. Das ist sozusagen die einflussreiche Studie, die jetzt kommt. Sie unternimmt eine Untersuchung der Gesamtheit der Phänomene der sublunaren Zone zwischen der Sphäre des Mondes und der Erde, organisiert nach einer Schichtung der vier Elemente. Die Abhandlung ist jedoch ein wichtiger Meilenstein in der Geschichte der Klimatologie, weil Aristoteles in einem Kapitel eine einflussreiche Theorie entwickelt, die sich mit einer Einteilung der Erde in verschiedene Bereiche beschäftigt. Und das ist etwas, was Sie in der Antike dann in der weiteren Überlieferungsgeschichte immer wieder finden. Also diese Vorstellung, dass die Erde in bewohnbare und unbewohnbare Zonen sozusagen untergliedert werden kann. Wir können uns eine Passage sozusagen anschauen, in der diese Einteilung entwickelt. Zitat: Es gibt zwei bewohnbare Abschnitte der Erde, eine in der Nähe unseres oberen oder Nordpols, der andere in der Nähe des anderen oder Südpols, und ihre Form ist wie die eines Tambourins. Wenn man vom Mittelpunkt der Erde aus Linien zieht, schneiden sie eine trommelförmige Figur aus. Die Linien bilden zwei Kegel. Die Basis des einen ist der Wendekreis, die des anderen ist der immer sichtbare Kreis. Ihr Scheitelpunkt liegt im Mittelpunkt der Erde. Zwei weitere Kegel in Richtung des Südpols ergeben entsprechende Abschnitte der Erde. Nur diese Abschnitte sind bewohnbar. Jenseits der Tropen kann niemand leben, denn dort würde der Schatten nicht nach Norden fallen. Während die Erde bekanntlich unbewohnbar ist, bevor die Sonne im Zenit steht oder der Schatten nach Süden geworfen wird. Und die Regionen unterhalb des Bären sind wegen der Kälte unbewohnbar. Das ist eine extrem schwierige Passage, finde ich. Also auch wenn man sozusagen solche Rekonstruktionen sich ansieht und nochmal versucht nachzuvollziehen, wo sind jetzt die Kegel und wo sind jetzt diese bewohnbaren und unbewohnbaren Zonen, habe ich da ehrlich gesagt meine Probleme. Aber es wurde viel studiert und es ist, wie gesagt, einfach aufgrund dieser, wir würden heute sagen, Klimazonentheorie wichtig in der Wissensgeschichte.
Die Zeit oder Struktur der sublunaren Welt ist nach einer im Vergleich zu den Himmelsbewegungen weniger geordneten Wiederholungsstruktur organisiert, die sich in der jährlichen Abfolge der Jahreszeiten widerspiegelt. Es gibt in Analogie dazu aber die zyklische Wiederkehr dessen, was Aristoteles in Analogie zum jährlichen Winter einen großen Winter nennt, man könnte auch sagen eine Eiszeit, und in einem allmählichen und sehr langsamen Phänomen der Vertauschung von Land und Meer sozusagen stattfindet. Es handelt sich bei Aristoteles dabei allerdings nicht nur um natürliche erdgeschichtliche Zyklen, denn auch die kollektive Geschichte der Menschen ist betroffen und dann wirken sich Klimaphänomene direkt auf die menschlichen Gesellschaften aus. In seiner Schrift der Politik zeigt sich am deutlichsten eine Reflexion über das Klima und seine Auswirkungen auf das Leben der Städte, insbesondere in dem Buch 7, in dem Aristoteles zahlreiche Ratschläge gibt. In diesem Buch werden viele praktische und präzise Tipps für die Errichtung einer guten Stadt gegeben. Eine berühmte Passage lautet, Zitat, wir haben bereits gesagt, dass die Stadt zum Land und zum Meer hin offen sein sollte. Was den Ort selbst anbelangt, so empfehlen wir, dass seine Lage in 4 Punkten günstig ist. Erstens hinsichtlich der Gesundheit. Das ist eine Notwendigkeit. Städte, die nach Osten liegen und von Ostwinden umweht werden, sind am gesündesten. Am gesündesten sind jene, die vor dem Nordwind geschützt sind, denn sie haben einen milderen Winter. Der Standort der Stadt sollte sowohl für die politische Verwaltung als auch für den Krieg geeignet sein. Im Hinblick auf Letzteres sollte sie den Bürgern einen leichteren Zugang ermöglichen und gleichzeitig für Feinde unzugänglich und schwer zu erobern sein. Es sollte eine natürliche Fülle von Quellen und Brunnen in der Stadt vorhanden sein. Oder wenn ein Mangel daran besteht, können große Zisternen zum Sammeln von Regenwasser angelegt werden, die nicht versagen werden, wenn die Bewohner durch einen Krieg vom Land abgeschnitten sind. Es ist besonders auf die Gesundheit der Bewohner zu achten, die in erster Linie von der Gesundheit des Ortes abhängt und in zweiter Linie von der Verwendung von reinem Wasser, wobei dieser letzte Punkt keineswegs zweitrangig ist. Denn die Elemente, die wir am meisten und am häufigsten zur Unterstützung des Körpers verwenden, tragen am meisten zur Gesundheit bei und zu diesen gehören Wasser und Luft. Deshalb sollte in allen Weisen Staaten, wenn es an reinem Wasser mangelt und die Versorgung nicht überall gleich gut ist, das Trinkwasser von demjenigen getrennt werden, das für andere Zwecke verwendet wird. Das sind Texte, die Politik, die auch sozusagen rezeptionsgeschichtlich äußerst einflussreich geworden ist, in vielerlei Hinsicht, in der Renaissance beispielsweise, wenn Sie schauen in Traktate, gerade auch zur Stadtumwelt, wie Städte angelegt werden sollen, was zu beachten ist, politisch gesehen, institutionell, um Stadtumwelten hygienisch zu halten, wenn wir so wollen, um den modernen Begriff zu verwenden, dann ist hier dieser Text sehr wichtig. Ich hatte auch vorhin noch den Umweltdeterminismus angesprochen, also die Umwelten sozusagen prägen den Menschen. Das ist sicherlich auch etwas, was hier zur Geltung kommt, in gewisser Weise der Ort bestimmt sozusagen, wie gesund Menschen in diesem Ort leben können. Es ist aber auch so, was aus diesen Texten aufspricht, was häufig übersehen wird, ist aber auch eben diese Möglichkeit des Menschen Einfluss auszuüben auf diese Orte selbst. Sowohl in der Wahl der Orte, wo gesiedelt wird, als auch aufgrund bestimmter sozusagen architektonischer, man könnte auch sagen baulicher sozusagen struktureller Merkmale, wie diese Orte beschaffen sind und angelegt werden. Das heißt, in welche Himmelsrichtung wird gebaut, wo wird sozusagen der Windfänger eingerichtet und dergleichen mehr. Also diese Dinge sprechen hier auch aus diesem Text. Kommen wir abschließend zu zwei weiteren Autoren bzw. Texten, die keinen philosophischen Charakter aufzeigen, die aber Texte wie die Politik beeinflusst haben, indem sie ganz praktische Handlungsanweisungen für die Menschen gaben. Hesiods Gedicht »Die Werke und Tage« ist vor allem durch seinen Anfang berühmt geworden. Das ist der Mythos der Menschengeschlechter, eine Art großes Fresko der Menschheitsgeschichte, die eigentlich einen Niedergang vom goldenen Zeitalter über das silberne Zeitalter und das Bronzezeitalter bis hin zum gegenwärtigen Eisenzeitalter ist, in Erwartung einer noch beängstigeren Zukunft. Also es ist kein sonderlich optimistischer Autor. Nach einem so großartigen Bild könnte man vergessen, was den eigentlichen Kern dieses Gedichtes ausmacht. Ein Gedicht, das vermutlich aus dem 7. Jahrhundert vor Christus stammt. Der Zweck des Gedichts besteht darin, alles darzulegen, was der Bauer tun muss. Es ist hauptsächlich das Wetter,
das den Rhythmus jeder einzelnen Arbeit auf dem Feld bestimmt und auch die Seefahrt, um eben die Ernteprodukte zu verkaufen. Wir haben das Glück, genau zu wissen, um welchen Ort in Griechenland es sich handelt. Denn während der Ausführungen über die Seefahrt gibt Hesiod persönlich Hinweise auf seinen Vater, der auf dem Seeweg nach Askra in der Nähe des heiligen Berges Helikon gekommen war, um sich dort niederzulassen. Hesiod schreibt darüber, er, also sein Vater, ließ sich in der Nähe des Helikon in einer erbärmlichen Siedlung nieder. Askra, schlecht im Winter, schmerzlich im Sommer und nie angenehm. Also sozusagen seine schlechte Laune kommt irgendwo her, das hat mit dem Klima des Ortes zu tun. Das Jahr, über das Hesiod schreibt, das Bauernjahr, wenn wir so wollen, entspricht einer Umdrehung der Himmelskörper um die Erde. Dies wird bereits bei Hesiod in einem Ausdruck wie Periplomenon in Iautu klar zum Ausdruck gebracht, also das Jahr, das seinen Zyklus vollendet. Diese Vorstellung ist nicht abstrakt. Sie entsteht aus der Beobachtung der auf- und untergehenden Sterne oder Konstellationen und der scheinbaren Bewegung der Sonne. Wenn ein Jahr zu Ende gegangen ist, kehren die Jahreszeiten zurück. Und hier haben Sie eine typische Passage, man könnte natürlich noch viel mehr zitieren aus diesem Gedicht, aus diesem Lehrgedicht, wie gesagt, das ist ein Gedicht, was ganz praktische Handlungsanweisungen gibt. Hesiod beschreibt immer wieder Himmelskonstellationen für seine Rezipienten. Schaut in den Himmel und ihr wisst, was ihr zu tun habt. Das ist im Grunde das, was er versucht, ihnen zu vermitteln. Die große Einteilung der Jahreszeit beruht entsprechend auch auf der Beobachtung der scheinbaren Bewegungen der Gestirne und der Sonne. In Bezug auf die Gestirne sind insbesondere die Plejaden wichtig. Bei Hesiod markiert der Aufgang der Plejaden laut einem berühmten Kommentatoren Hesiods, nämlich West, um den 8. Mai, den Beginn der Ernte, während ihr Untergang Anfang September die Zeit der Aussaat anzeigt. Dies sind die beiden wichtigsten Zeitpunkte, von denen die Getreideernte abhängt, die das Mittel der Wahl gegen Hunger ist. Der Aufgang der Plejaden markiert das Ende des Frühlings und den Beginn des Sommers. Die Plejaden sind während des gesamten Herbstes sichtbar und ihr Untergang entspricht dem Spätherbst und dem frühen Winter. Bei Hesiod herrscht im Wesentlichen eine Ethik des Handelns vor. Das Schlüsselwort der moralischen Lektion, die Hesiod seinem Bruder, an dem sozusagen das Gedicht adressiert ist, erteilen will, ist Ergazestai, arbeite oder arbeite. Bei Hesiod ist bereits im Keim die Idee vorhanden, dass die Jahreszeiten einen Einfluss auf die Physis des Menschen haben und dass es zu Veränderungen im Körper des Menschen kommt, wenn sich die Jahreszeiten ändern. Wichtig ist, dass bei Hesiod die Vorsorge wichtig ist. Es gilt, alles zu seiner rechten Zeit zu tun, in einer festgelegten Abfolge. Der zweite wichtige Text der griechischen Literatur, in dem das Klima beschrieben wird, lädt uns zu einer Reise in das nördliche Griechenland auf die Insel Thasos ein. Verbunden ist dieser Text mit dem Ihnen vielleicht bekannten Hippokrates, also wenn wir so wollen, so einem Urvater der modernen Medizin, unglaublich einflussreich geworden, auch in der Antike. Wir haben ein ganzes Korpus an Schriften, sozusagen, das mit seinem Namen in Verbindung steht, um das sozusagen Ende 5., Anfang 4. Jahrhundert herum. Wir können aber nicht davon ausgehen, dass all diese Schriften tatsächlich von Hippokrates kommen. Sie werden ihm zugeschrieben. Es sind Ärzte, die so arbeiten wie der Hippokrates. Sie wurden mal in der früheren Forschung als Wanderärzte beschrieben. Das sind Texte, die sich praktisch richten an Ärzte, die irgendwo hingehen auf eine Siedlung, die sie nicht richtig kennen. Und sie müssen sozusagen, das Erste, was die Ärzte tun müssen, ist, sie müssen die Landschaft sich anschauen. Sie müssen sich die Umwelt anschauen, um zu wissen, in welcher Konstitution eigentlich die Menschen leben. Daher nimmt Aristoteles diese Vorstellung der Politik. Das ist eindeutig sozusagen aus diesem medizinischen Schrifttum. In den letzten Jahren des 5. Jahrhunderts vor Christus ließ sich ein hippokratischer Arzt auf der Insel Thasos in Nordgriechenland nieder, wo er mindestens 4 Jahre lang praktizierte. Dieser Arzt hat uns ein Zeugnis von außergewöhnlichem Wert hinterlassen, weil er zum ersten Mal in der Geschichte der Medizin Aufzeichnungen über die von ihm beobachteten Krankheiten gemacht hat, indem er Tag für Tag die Symptome ihrer Krankheit vom Beginn bis zum endgültigen Ausgang, ob es nun mit der Heilung oder dem Tod des Patienten endet. Aber es ist nicht der klinische Aspekt, der uns hier interessiert, sondern wegen eines anderen Aspekts, der ebenfalls eine Premiere darstellt. Der Autor erstellte 4 Übersichten über das Klima und die Krankheiten der Bevölkerung über einen Zeitraum von 4 Jahren. Ich habe Ihnen nur
die ersten beiden Passagen, die jeweils den Jahren mit den Krankheiten vorangestellt sind, interessanterweise ohne, dass der Autor darauf eingeht, was jetzt sein Leser eigentlich damit machen soll, mal hier mitgebracht. Wir werden das jetzt auch nicht im Einzelnen durchlesen, aber wenn Sie sich das sozusagen jetzt in Ruhe anschauen, werden Ihnen da sicher ein paar sozusagen Aspekte auffallen, um die es eben hier hauptsächlich geht, diesem Autor. Also die Beobachtung der Winde, der Wärme, ob Stürme herrschen oder nicht, ob das Jahr feucht ist oder eher trocken. Und es geht ihm dann im weiteren Verlauf darum, zu versuchen, dieses klimatische Bild, was er hier gewinnt, aus der Beobachtung des Wetters zu beziehen, auf die Krankheiten, die er beobachtet, innerhalb eines bestimmten Jahres. Laut dem Arzt sind die klimatologischen Daten, wenn wir so wollen, also ein Rahmen, in dem sich die allgemeinen Krankheiten, die die Bewohner der Stadt Tarsus im Rhythmus der Jahreszeiten erleiden werden, einfügen. Das Vokabular ist dabei bezeichnet. Was wir in der modernen Sprache als Symptome bezeichnen, bezeichnet etymologisch das, was auf jemanden fällt. Krankheiten fallen über die Menschen her. Auch hier können wir mit dem Begriff der Vorhersage oder Antizipation operieren. Warum hat der Arzt 4 Jahre lang alle allgemeinen Krankheiten, die die Bevölkerung von Tarsus befallen haben, in Bezug auf das Klima erfasst und analysiert? Die Methode des Arztes besteht darin, einerseits die klimatischen Bedingungen und andererseits die Art der Krankheiten zu beobachten und deren Verlauf durch eine Art Wechselwirkung zwischen Klima und Krankheitsbild vorhersagen zu können. Ich muss kurz was trinken, wahrscheinlich hat mich auch gerade was angefallen. Zweifel, ein Frosch, der berühmte Frosch. Der Wetterfrosch. Auf dieser Grundlage kann der Arzt therapeutisch tätig werden. Das heißt, er weiß, für welche Kranken, wann und wie eine Diät erstellt werden sollte. Grund des Wetters. Das Klima spielt in jedem Fall eine wichtige Rolle, da es eine der Determinanten ist, die für die Analyse erforderlich sind, damit der Arzt den Verlauf der Krankheit vorhersagen kann und Zeit hat, in diesem Wettlauf zwischen Arzt und Krankheit zu handeln. Bei der Beschreibung des Klimas und der Vorstellung vom Einfluss des Klimas auf den Menschen zeigen sich Kontinuitäten und Entwicklungen trotz der Unterschiede in der literarischen Gattung und der Epoche. Zwar stehen wir insofern noch am Anfang der westlichen Klimatologie, als das Wort Klima noch nicht geboren ist. Doch Hesiods Kenntnisse über die astronomischen Anhaltspunkte für die Entwicklung des Klimas im Jahresverlauf sind bereits bemerkenswert, da er genaue Beobachtungen über den scheinbaren Auf- und Untergang der Gestirne und der Sonne gemacht hat. Zwischen Hesiod und Hippokrates taucht der Begriff der Tag- und Nachtgleiche auf. Vor allem löste sich die Beobachtung des Auf- und Untergangs der Gestirne aus der mythischen Vorstellungswelt und die Götter griffen bei Hippokrates nicht mehr ein. Was die Vorstellung vom Einfluss des Klimas auf den Menschen betrifft, so ist diese zwar auf unterschiedlichen Ebenen angesiedelt. Hesiod denkt vor allem über den gesunden Menschen nach, Hippokrates über den krank werdenden Menschen. Aber um auf die schädlichen Einflüsse des Klimas, denen der Mensch ausgesetzt ist, zu reagieren, bieten beide eine Therapie durch Handeln an. Durch landwirtschaftliches Wissen bei Hesiod oder eine Heilkunst bei Hippokrates, die bereits große Prinzipien beinhalten, die in der Neuzeit wiederentdeckt werden, nämlich die Prinzipien des Schutzes und der Vorhersage, der Antizipation. Also das ist sozusagen eine griechische, antike Variante dessen, was wir hier unter Klimaresilienz verstehen. So wird man resilient gegen das Klima, durch diese Art von Wissen, wie sie Hesiod und Hippokrates ihren Lesern sozusagen anbieten. Ich bin damit genau in der Hälfte angekommen von meinem heutigen Skript und auch damit bei dem zweiten Abschnitt, wenn wir so wollen, der jetzt nicht losgelöst stehen soll, aber der ein bisschen in eine andere Richtung gehen wird von dem, was ich bislang geschildert habe. Das, was man normalerweise unter dem mediterranen Klima mit seinen relativ feuchten Wintern und trockenen Sommern versteht, entstand vor etwa 7000 bis 5000 Jahren, etwa in der Mitte dessen, was die Geowissenschaftler als Holozän bezeichnen, das heißt in der Zeit nach der letzten Eiszeit, als das Mittelmeer seinen heutigen hohen Stand erreichte und die Veränderung der Waldbedeckung in Ufernähe günstige Bedingungen für die Besiedlung durch den Menschen in Landwirtschaft und Viehzucht schufen.
Als Binnenmeer wird das Mittelmeer von drei atmosphärischen Systemen mit ihren Druckrücken und Tälern und den damit verbundenen Sturmsystemen beherrscht. Langfristig werden diese atmosphärischen Strömungen stark von Veränderungen der einfallenden Sonnenenergie beeinflusst, die durch komplexe Schwankungen der Erdumlaufbahn verursacht werden. Auf kürzere Sicht scheinen sie auch von Sonnenfleckenzyklen und anderen Schwankungen der Sonnenenergie sowie von zufälligen Ereignissen auf der Erde, wie etwa Vulkanausbrüchen, beeinflusst zu werden. Auf lange Sicht, das heißt im Holozän, war das Klima relativ stabil. Auch wenn die Paläoklimatologie heute ein hochtechnisches wissenschaftliches Unternehmen ist, so sind die Fragen, die sich ihre Vertreter und Vertreterinnen stellen, im Grunde die gleichen wie die, die sich alle Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen stellen, die versuchen, die Vergangenheit zu verstehen. Die Zeitskala dieser Erzählungen, meist in Form von Diagrammen wie hier, nur beispielhaft, kann in seltenen Fällen nur Jahrzehnte oder sogar Jahre betragen, aber viel häufiger sind es Jahrhunderte oder sogar Jahrtausende. Alles hängt von den gemessenen sogenannten Proxies und den Techniken der Analyse und Korrelation ab. Was sind die Proxies? Ich könnte jetzt auch einige von Ihnen, die letztes Wintersemester bei mir in der Klimaübung, also zur Klimageschichte in der Antike waren, hier vorbitten sozusagen und Sie bitten, ein kurzes Impulsreferat zu geben über dieses Thema und sozusagen die Korrelation zwischen Klima und Geschichte und wo die Probleme liegen, aber das lassen wir an dieser Stelle. Ich versuche selbst zusammenzufassen, worüber wir diskutiert haben ein Semester lang. Der Mittelmeerraum verfügt über eine einzigartige Fülle an langen, instrumentellen Klimadatensätzen, die bis zu 350 Jahre zurückreichen. Vor den direkten meteorologischen Instrumentalbeobachtungen werden indirekte Indikatoren aus terrestrischen und marinen Naturarchiven sowie dokumentarische Belege verwendet, um die Umwelt- und Klimabedingungen und Schwankungen der vergangenen Jahrhunderte zu beschreiben. Der Mittelmeerraum bietet eine ungewöhnlich reichhaltige Kombination von sogenannten natürlichen Archiven, einschließlich Baumringen, See-, Fluss- und Meeressedimenten, Pollenaufzeichnungen und Bohrlöcher, sowie dokumentarischen Beweismaterial über Zeit und Raum hinweg, sodass es möglich ist, das Klima der vergangenen Jahrhunderte bis Jahrtausende zu rekonstruieren, einschließlich der Extreme und sozioökonomischen Auswirkungen vor der instrumentellen Periode. Was die Zeitskalen angeht, haben Proxies entweder eine niedrige oder eine hohe Auflösung, je nach Art des untersuchten Materials oder manchmal nach den Interessen des Forschungsteams, das die Ergebnisse veröffentlicht. Proxies mit niedriger zeitlicher Auflösung registrieren Veränderungen, die auf Jahrhunderte oder Jahrtausende datiert werden können. Dies sind Daten, die beispielsweise aus Mikrofossilien vom Meeresgrund gewonnen werden. Anders verhält es sich, wenn man Proxies hat, die schnell auf Veränderungen von Temperatur und Niederschlag reagieren. Das jahreszeitliche Wachstum der Pflanzen, die Sedimente, die Flussüberschwemmungen markieren, jährliche Schichten angesammelten arktischen und antarktischen Eises und sogar die Wachstumsringe von Tropfsteinen in Kalksteinhöhlen. Baumringe lassen sich manchmal aufs Jahr datieren, da Reihen rekonstruiert wurden, die 5000 Jahre oder mehr zurückreichen. Solche Proxies erlauben eine hohe zeitliche Auflösung. Sobald Proxies datiert sind, muss noch das sogenannte Signal der Klimavariabilität in dem gefunden werden, was gemessen wird. Denn im Gegensatz zu Instrumenten messen Proxies die Eigenschaften des Klimas nicht direkt. Bei ihrer Entstehung werden Temperatur und Niederschlag durch komplexe physikalische, biologische und chemische Prozesse beeinflusst. Klimavariationen sind nur ein Teil der komplexen physikalischen Systeme, die sie formen. Andere Aspekte dieser physikalischen Systeme, von denen einige recht zufällig, das heißt nicht spezifizierbar sein können, können sich ebenfalls in dem widerspiegeln, was gemessen wird. Sie sind das sogenannte Rauschen, im Englischen the noise, das irgendwie herausgefiltert werden muss, um das Klimasignal zu identifizieren und zu messen. Diese Herausforderung zu meistern ist eine ständige Aufgabe bei der wissenschaftlichen Analyse paläoklimatologischer Proxies. Es ist auch einer der Gründe, warum Praktiker in einer Vielzahl verschiedener Proxies nach Klimasignalen suchen. Man hofft, dass die Rauschquellen bei der Messung eines Proxies sich von denen eines anderen unterscheiden. Wenn dies der Fall ist und das Klimasignal, das man in einem Proxy entdeckt hat,
mit dem in separaten Studien anderer Proxys übereinstimmt, erhöhen beide Faktoren zusammen das Vertrauen in die Ergebnisse. Die Paläoklimaforschung ist vor allem kumulativ. Das heißt, es gibt nicht ein natürliches Archiv, auf das wir unsere Daten sozusagen stützen können, sondern es gibt eine ganze Reihe. Diese Abbildung hier zeigt vier für die nördliche Hemisphäre, Europa und das Schwarze Meer relevante Klimavariablen, die zumindest einen Teil der klassischen Ära umfassen. Die sehr allgemeine Rekonstruktion der Temperatur des Grönland-Eiskerns, also hier A, also hier wird es wärmer, da wird es kälter. Deutet auf eine allgemeine Erwärmung von ca. 600 bis zur Römerzeit hin mit einem kühleren Einbruch im 4. Jahrhundert. Die Aufzeichnungen der Sommertemperatur in den österreichischen Alpen, das ist B aus Baumdingen, man kann versuchen, diese beiden Graphen jetzt übereinander zu legen, Sie sehen aber, dass das nicht ganz geht. Deutet auf eine allgemeinere Abkühlung im 5. bis 4. Jahrhundert hin, bevor es zu einer Erwärmung und einer langen, relativ stabilen Periode bis zum 3. Jahrhundert nach Christus kam. Die Rekonstruktion der Frühlingsniederschläge in Nordwest- und Mitteleuropa aus Baumringen wiederum, das ist C, beginnt erst zu Beginn des 4. Jahrhunderts, als es offensichtlich relativ feucht war. Die Bedingungen werden dann bis zum 2. Jahrhundert zunehmend feuchter, bevor sie trockener werden, aber bis zum Ende des 2. Jahrhunderts nach Christus relativ stabil bleiben. Im 3. Jahrhundert nach Christus ist es dann trockener, bevor es im 4. Jahrhundert feuchter und kühler wird und dann im 5. und 6. Jahrhundert nach Christus viel trockener. Die Aufzeichnung des Kohlenstoffs aus der Höhle von Sufula in Nordwestanatolien, ich weiß nicht, ob ich es richtig ausspreche, die ein Proxy für die Feuchtigkeit ist, das ist D, zeigt ziemlich stabile Bedingungen für den größten Teil der klassischen Ära. Wir werden, wenn Sie möchten, wir können auch noch ein bisschen im Anschluss an den Vortrag, ich habe ein bisschen Zeit gelassen, diskutieren, falls Sie dann Fragen haben. Manches verstehe ich selbst nicht. Aber ich bin dann eben auch kein Paläoklimatologe, sondern Historiker. Und darüber möchte ich jetzt sprechen. Wo liegen die Probleme? Während des größten Teils der klassischen Periode von ca. 600 v. Chr. Bis 200 nach Chr. Ist kein besonderer klimatischer Einfluss zu erkennen. Also zwischen 600 v. bis 200 nach gibt es keinen besonderen klimatischen Einfluss, abgesehen von relativ stabilen und günstigen Bedingungen, die eine weitgehend ununterbrochene soziale und wirtschaftliche Entwicklung bis zu einer Reihe verschiedener Veränderungen im 3. bis 7. Jahrhundert nach Christus ermöglichten. Auch wenn diese Umstände auf den ersten Blick nicht bemerkenswert erscheinen mögen, sind sie in Wirklichkeit über einen längeren Zeitraum hinweg ungewöhnlich. Sie unterscheiden die Bronzezeit und die klassische Periode, wenn man die gesamte Spanne des Holozäns betrachtet. Neben der Datenerhebung zu vergangenen Klimaschwankungen auf der Erde besteht ein Hauptziel der Paläoklimatologen darin, das Klima als System zu verstehen, also zu verstehen, wie Veränderungen eines Klimaaspekts zu einer Region zu Veränderungen von Klimaaspekten in anderen Regionen führen. Was ist erforderlich, um die Klimageschichte mit der Geschichte menschlichen Handelns zu verknüpfen? Dies ist eine der komplexesten Fragen der aktuellen Klimageschichte. Eine übliche Reaktion von Historikern und Historikerinnen an diesem Punkt ist es, ihre Besorgnis darüber zum Ausdruck zu bringen, dass das Ziel der Übung, nämlich die Geschichte mit Hilfe des Klimas zu erklären, falsch verstanden wird. Es stimmt natürlich, dass in Artikeln über Klimaaufzeichnungen in wissenschaftlichen Zeitschriften allzu oft pauschale Behauptungen aufgestellt werden, dass das Klima mit etwas Großem gleichzusetzen ist, in der Regel mit dem Zusammenbruch der Zivilisation. Diese Studien sind in der Regel vereinfacht und bedürfen einer viel genaueren Untersuchung und auch Nuancierung. Klimaepisoden und Jahrzehnte, wenn nicht gar Jahrhunderte, werden zu leicht mit komplizierten historischen Abläufen verwechselt, obwohl es zunehmend eine Entwicklung in Richtung einer sogenannten konsilienten, englischen consilient, oder besser relationalen Position gibt, die versucht, Natur- und geisteswissenschaftliche Ansätze zu integrieren oder miteinander zu verbinden. In den letzten 10 Jahren sind detaillierte Abhandlungen und Bücher erschienen, die versuchen, miteinander verwobene Erzählungen zu entwickeln. Wissenschaftliche Daten sind nur dann relevant, wenn sie sich auf die historische und damit soziale, wirtschaftliche und politische Analyse beziehen und diese bereichern können.
Um Klimaschwankungen mit anderen historischen Phänomenen zu verknüpfen, muss man natürlich sehr sorgsam vorgehen. Abgesehen von plötzlichen Naturkatastrophen wie Hurricanes, Tsunamis, Überschwemmungen und Vulkanausbrüchen, die ganze Städte auslöschen und die Lebensgrundlage großer Bevölkerungsgruppen zerstören können und deren Häufigkeit möglicherweise mit dem Klimawandel zusammenhängt, vielleicht aber auch nicht, wird der Klimawandel vor allem positive oder negative Folgen für die Nahrungsmittelproduktion haben. Dies wiederum kann sich auf die Fruchtbarkeits- und Sterberaten der Menschen auswirken, ebenfalls entweder positiv oder negativ. In Ausnahmefällen kann eine Hungersnot die Steuereinnahmen verringern oder Hungerunruhen auslösen, was wiederum Folgen für die politische Stabilität haben kann. Solche Ergebnisse können jedoch nur nachgewiesen werden, wenn alle Zwischenstadien analysiert werden. In diesem Punkt unterscheiden sich Historiker und Historikerinnen von Paläoklimatologen. Letztere versuchen, das Klimasignal in einem undifferenzierten Rauschen zu identifizieren, während erstere versuchen festzustellen, ob das Klima überhaupt eine erkennbare Rolle spielt und wenn ja, welche genau. Das Ziel des Historikers, der Historikerin, muss es daher sein, so vollständig wie möglich herauszufinden, wie eine bestimmte Gesellschaft zu einem bestimmten Zeitpunkt ihre notwendigerweise begrenzten Ressourcen mobilisierte, um sich selbst zu erhalten. Da Klimaänderungen in die Geschichte der menschlichen Gesellschaften rund um das Mittelmeer integriert sind, wird die größte Herausforderung für Historiker und Historikerinnen weiterhin darin bestehen, inmitten des Rauschens komplexer sozialer und wirtschaftlicher Veränderungen genau zu identifizieren, wo das Signal des Klimawandels zu finden ist. Dies ist zwar keine unmögliche Aufgabe, doch eine, die Historiker und Archäologen und Archäologinnen dazu anregt, sich viel tiefer als bisher mit der Landschaft und dem Leben der vielen Männer und Frauen zu befassen, die ihre Lebensgrundlage aus dieser Landschaft heraus bezogen. In der wissenschaftlichen Literatur über das antike Griechenland wird allgemein davon ausgegangen, dass das Klima und die Umwelt und die natürlichen Ressourcen, also Flora und Fauna, der klassischen Periode seit dem Übergang zu den trockeneren Bedingungen, die heute für die mediterrane Klimaregion typisch sind, im Großen und Ganzen denjenigen ähnelten, die im vormodernen, vormechanisierten und vorurbanisierten 19. und 20. Jahrhundert herrschten. Gleichzeitig haben die bahnbrechenden Synthesen des griechischen Klimas die sehr unterschiedlichen und vielfältigen lokalen Systeme innerhalb Griechenlands hervorgehoben, mit einem allgemeinen Rückgang der Niederschläge beispielsweise von West nach Ost, der hier abgebildet ist, und einer von Nord nach Süd ansteigenden Durchschnittstemperatur, die wiederum weitgehend durch die Höhenlage bestimmt wird. Sie führen auch zu der Feststellung, dass Athen, das im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit der antiken Historiker stand und die Quelle eines Großteils unserer Textaufzeichnungen ist, in einer ungewöhnlich trockenen Region liegt und somit untypisch für Griechenland als Ganzes ist. Nur wenige der bisherigen Klimaaufzeichnungen, die bis in die klassische Ära zurückreichen, sind wirklich hochauflösend. Das heißt, nahe der Jahresskala. Und wir haben kaum etwas zu Attika. Aber wir haben jetzt zunehmend die Möglichkeit, sowohl das lokale als auch das Makroklima mit einer Auflösung zu betrachten, die die beiden in einen potenziellen und sogar produktiven Dialog bringen kann. Im Großen und Ganzen zeigen die aktuellen Synthesen des Paläoklimas des Holozäns für die Balkanregion einschließlich Griechenland Folgendes. Ich hoffe, man kann das hinten lesen, das ist ein bisschen verschwommen, dieser Scan aus Manning, Climate, Environment and Resources. Erstens, ein trockenster Punkt zu Beginn des dritten Jahrtausends, also 4900 before present, gemessen ab 1950. Also 1950 ist sozusagen die Bezugsgröße, das Bezugsjahr für diese Daten, für alle Klimadaten. Zweitens, anhaltend trockene Bedingungen bis zur Mitte des 6. Jahrhunderts, 2500 vor unserer Zeit, mit einer trockensten Periode im östlichen Mittelmeerraum insgesamt um Anfang des 1. Jahrtausends. Plus minus 300 Jahre. Drittens, dann ein feuchteres Intervall von der Mitte des 6. Jahrhunderts bis zur Mitte des 1. Jahrhunderts unserer Zeit. Bevor viertens eine Rückkehr zu einem allgemein trockenen Trend bis in die Gegenwart zu beobachten ist. Beobachtung 3 ist wichtig. Ein feuchteres Intervall während der klassischen und hellenistischen bis in die frühe römische Periode. Wir müssen allerdings zugeben, dass wir noch mehr und viel feiner aufgelöste Datensätze benötigen, wenn wir die Beziehung zwischen Klima und Geschichte erfolgreich aufzeigen wollen. Wir können es nicht. Das
das kann ich schon mal vorweg schicken. Ich nehme nicht den Spannungsbogen hoffentlich, aber wir können es gut. Sehen wir uns die variable Feuchtigkeit mit den jährlichen Niederschlagsmengen genauer an für Attika. Es sind drei Regionen, die hier verglichen werden, allerdings für die Moderne. Das ist nicht die Geschichte, das ist die Moderne. Hier Kalamata, das ist hier gelegen, wir haben Athen und wir haben Thessaloniki, also drei verschiedene Mikroregionen in Griechenland. Die Abbildung zeigt die aufgezeichneten Niederschlagsmengen für Athen, Kalamata und Thessaloniki in der jüngeren Vergangenheit als ein Hinweis auf die interannuelle Variabilität. In Athen liegen in 31 Jahren 19% die Jahresniederschläge unter den für eine rentable Weizenernte erforderlichen 300 mm, was eine Herausforderung für die lokale Nahrungsmittelversorgung darstellt. In 7 Jahren 4% ist ein zweites solches Jahr in Folge zu verzeichnen, in dem eine schwere Krise zu erwarten ist, da die üblichen Bewältigungsmechanismen für ein schlechtes Jahr, also Diversifizierung, Lagerung, soziale Strategien, bereits überstrapaziert oder erschöpft sein können. Es gab 3 Jahre mit weniger als 300 mm Niederschlag in den 4 Jahren von 1890 bis 1893 und 4 von 5 Jahren von 1898 bis 1902. Was auf gelegentliche Perioden mit wahrscheinlichem echten Stress oder auch einer Krise hinweist. In Thessaloniki, das nach wie vor in einer der trockeneren Regionen Griechenlands liegt, gab es dagegen nur 5 Jahre mit weniger als 300 mm Niederschlag, also 6%, und kein einziges Jahr mit 2 derartigen Niederschlagsperioden in Folge. Dies verdeutlicht den äußerst marginalen Status von Athen in Bezug auf die Niederschlagsmenge. Dies ist wichtig, da man davon ausgehen kann, dass dies in der Antike ebenfalls so war und dass die lokale attische Subsistenzproduktion den Schwerpunkt der Wirtschaft ausmachte. Ganz im Gegensatz dazu, wenn die meteorologische Station in Kalamata als Stellvertreter für einen Teil des vom klassischen Sparta kontrollierten Gebiets betrachtet wird, dann lag die jährliche Niederschlagsmenge in den 68 dargestellten Jahren nie unter 326 mm und nur in 4 Jahren unter 400. Wenn man die fehlenden Monatswerte hinzufügt, waren die Gesamtwerte in 20 Jahren höher, darunter in 3 der 4 Jahre mit weniger als 400 mm. Das Risiko von Ernteausfällen aufgrund von Trockenheit war hier also deutlich geringer als in Athen und die landwirtschaftliche Produktivität war wahrscheinlich viel höher. Solche regionalen und zwischenjährlichen Schwankungen sind für ökonomische Modelle von zentraler Bedeutung und wurden in der bestehenden Literatur ausführlich kommentiert. Sie sind von zentraler Bedeutung für die seit langem vertretenen Ansichten über die Art der sozialen Anpassung in den semi-ariden und marginaleren Gebieten Griechenlands und anderer Teile der Welt. Sie bilden ein sogenanntes lokales Regime, also ein Local Regime, ein Klimaregime. In Anbetracht dessen, was wir über die meisten wirtschaftlichen Strategien für schlechte Jahre im antiken Mittelmeerraum wissen, sind beispielsweise 2 oder mehr aufeinander folgende schlechte oder noch schlechtere Jahre mit Missernten eine echte Gefahr für die Lebensgrundlage. Die Faustregel lautete, Vorratshaltung und andere Strategien, um ein schlechtes oder sogar katastrophales Jahr überstehen zu können. 2 katastrophale Jahre hintereinander wären wahrscheinlich zu viel gewesen, zumindest für die meisten Städte. Migration, sozioökonomischer und politischer Zusammenbruch, Hungersnöte und Krankheiten sind unter solchen Umständen zu erwarten. In einer gegebenen Randlage wie Athen sind 2 schlechte Jahre hintereinander, die in der Regel durch einen Mangel an notwendigen Niederschlägen in einer solchen semi-ariden Zone verursacht werden, nicht unmöglich, aber vermutlich eher selten. Im weiteren Sinne sind 2 wirklich schlechte Jahre hintereinander typischerweise sehr selten, wenn wir die verfügbaren langfristigen Klimaaufzeichnungen aus der Ägäisregion insgesamt betrachten. Gleichzeitig können wir feststellen, dass es zur Vorratshaltung alternative Strategien gab. Insbesondere die Olivenzucht, war eine wichtige wirtschaftliche Ressource, die sich besonders für die tiefer gelegenen und trockeneren Gebiete Griechenlands einschließlich Attikas eignete. Die konventionellen Versuche der Spartaner in den ersten Jahren des Peloponnesischen Krieges in Attika landwirtschaftliche Flächen zu plündern, darunter Olivenbäume, unterstreichen die kulturelle und wirtschaftliche Bedeutung dieser Ressource. Denken Sie auch daran, was wir letztes Mal schon diskutiert hatten, beispielsweise dieses mit Solon in Verbindung stehende Gesetz, dass er sozusagen den
Export der Olive erlaubt, aber anderer Getreidezeugnisse nicht beispielsweise, oder den besonderen Platz, den die Olive symbolisch gesehen in der Mythologie Athens einnahm. Also es war sehr zentral. Jüngere umweltgeschichtliche Forschungen haben die Betrachtung der Subsistenz und ihrer sozialen und politischen Dimension neu justiert. Insbesondere zeigt sie die Bedeutung der landwirtschaftlichen Ressourcen und des Landes um Athen für die Versorgung der Stadt auf. Allerdings haben andere Studien, wie etwa Horden und Purcell in ihrem einflussreichen Buch The Corrupting Sea, darauf hingewiesen, dass eine Überbetonung nur der Bauern und der Subsistenz zu eng gefasst ist und andere mögliche Potenziale und Themen verdeckt. Wir sollten nicht unbedingt davon ausgehen, dass es die unglücklichen und ärmsten Subsistenzlandwirte sind, die die marginalsten Flächen besetzen müssen und daher aufgrund der unmittelbaren Subsistenzbedürfnisse und des Mangels an Kapital nicht in der Lage sind, das gelegentliche Potenzial günstiger Klimabedingungen erfolgreich zu nutzen. Obwohl bestimmte Landstriche im Durchschnitt marginal waren und sich nur unzureichend für Landwirtschaft eigneten, konnte es denjenigen, die über Kapital und die Fähigkeit zu langfristigen Investitionen verfügten und in der Lage waren, freie oder sklavische Arbeit einzusetzen, erhebliche Gewinne bringen. Die Klimavariabilität würde, wenn wir die jüngste Zeit als ungefähre Richtschnur nehmen, mit angemessener Häufigkeit gute bis sehr gute Jahre für Weizen anzeigen. Wenn wir wirklich davon ausgehen, dass jährliche Niederschläge von mehr als, sagen wir, 120% des Durchschnitts eine ungewöhnlich gute Ernte in Attika begünstigen, dann tritt ein solches gutes Jahr in fast 21% der Jahre auf. Das heißt in etwas mehr als einem von 5 Jahren. Viel zu selten für einen Subsistenzbauern am Rande, aber regelmäßig genug, um geduldige Investitionen zu belohnen für diejenigen, die in der Lage sind, diesen Schritt zu unternehmen. Abgesehen von den Oliven und der Weinrebe, zwei der sozusagen Mediterranean Triad aus Oliven, Wein und Getreide, muss auch die Weidewirtschaft als wichtig, weit verbreitet und im antiken Griechenland als verankert angesehen werden, da sie ein Mittel zur Abfederung von schlechten Jahren oder Umständen bot. In ähnlicher Weise betonen Horn und Purcell in The Corrupting Sea, dass die Wasserbewirtschaftung in der Antike wahrscheinlich wichtiger war, als oft angenommen wird. Ich denke, dass auf die Gesamtheit der klassischen Zeit betrachtet die Wasserbewirtschaftung strukturell gesehen ein wesentliches Betätigungsfeld darstellte, das politisch und institutionell gesehen überlebensnotwendig war, um die Resilienz der Stadt Athen angesichts von klimabedingten Schwankungen zu sichern. Der sogenannte Wasserstress sollte als historischer Erfahrungshorizont dabei nicht unterschätzt werden. Jüngere archäologische Studien, wie etwa von Patrick Klingborg, haben gezeigt, wie es den betroffenen griechischen Gemeinschaften wie Athen gelang, mit diesem Wasserstress umzugehen. Obgleich das Wasser trotz der wenigen und torrentiellen Niederschläge in klassischer Zeit zwar eine Mangelressource war, gab es etwa in Athen bereits ab frühklassischer Zeit eine ausgefeilte Brunnen- und Zisternentechnik. Zudem erlaubte es die Kombination aus öffentlichen Wasserleitungssystemen und nahezu flächendeckenden privaten Brunnen und Zisternen, dass eine Wasserkultur gepflegt wurde, die es den Athenern erlaubte, im gesamten Stadtgebiet eine reichhaltige Hortikultur bzw. Gartennutzung zu betreiben. Das ist etwas, was man sonst so in diesen typischen Rekonstruktionen Athens natürlich, wenn man die Marmorgebäude und Tempel und so weiter sieht, nicht so richtig sieht, aber wir müssen uns diese Stadt schon auch als grün vorstellen, oder zumindest begrünt, ja, mit viel sozusagen Gartenanteil. Und das hat natürlich auch eine wichtige Grundlage für manche der Bewohner, weil sie hier natürlich auch Nutzpflanzen zum Teil züchten können und sich dadurch zum Teil auch selbst ernähren können. Wir haben bereits in der letzten Sitzung gehört, dass wir aus dem 4. Jahrhundert zuständige Beamte wie die Astynomoi, Agoranomoi sowie den Epimeletes Ton Krinon kennen, die nach Ausweis des Aristoteles in seiner Zeit, also im 4. Jahrhundert, für den Schutz der öffentlichen Wasserbauten und damit für die Sicherstellung der Wasserversorgung verantwortlich waren. Gleichzeitig haben wir in den staatsphilosophischen Schriften Platons und Aristoteles, die sich mit der Anlage von Städten beschäftigen, immer wieder die Wichtigkeit von reinem Wasser für das Überleben der Gemeinschaft angesprochen. Zwar können wir aufgrund des zum Teil sehr heterogenen Materials von keiner einheitlichen Rechtsordnung zum Wasser in der griechischen Welt sprechen, aber dass das Wasserrecht
bereits seit der archaischen Zeit in einem Polis wie Athen existierte, kann man nicht zuletzt aus späteren Quellen, wie etwa Platons Schriften, erkennen, der sich explizit auf ältere Regelungen für Athen und Attika bezieht und verschiedene Rechtsgrundsätze im Umgang mit der Ressource Wasser zusammenstellt. Eine der für unseren Zusammenhang entscheidenden Passagen lautet, Zitat, Wasser ist leicht zu verderben, denn während die Erde und die Sonne und der Wind, die zusammen mit dem Wasser die wachsenden Pflanzen nähren, nicht leicht durch Zauberei oder Ableitung oder Diebstahl zu verderben sind, kann all dies dem Wasser widerfahren. Daher bedarf es der Hilfe des Gesetzes. Es fällt auf, dass die griechische Gesetzgebung in Bezug auf Sauberkeit und auch städtische Ordnung oft ursprünglich aus dem Bereich der religiösen Vorschriften stammt. Bestimmte Formen des Wassers wurden von den Griechen spätestens seit der Frühzeit kultisch verehrt, so etwa Flussläufe, die man zumeist als männliche Götter personalisierte, und Frischwasserquellen, die man als von weiblichen, übermenschlichen Wesen, den Nymphen, bewohnt imaginierte. Wie etwa Dunant am Beispiel Athens und Attikas diskutiert hat, waren in vielen Fällen natürliche Wasserquellen, Flüsse oder Bäche Teil der Tempelbezirke und die Ressource Wasser dementsprechend unmittelbar im religiösen Raum präsent. Gödel Cole, die systematisch Verunreinigungsverbote für Brunnen in der griechischen Welt untersucht hat, weist darauf hin, dass diese hauptsächlich im Zusammenhang mit Heiligtümern und kultisch genutztem Wasser auftreten. Eines der in dieser Hinsicht sicherlich bekanntesten Beispiele kommt aus Athen und wird um 430 v. Chr. Datiert. Im erhaltenen Teil ist zu lesen, Zitat, keine Häute soll man einweichen im Ilissos oberhalb des heiligen Bezirks des Herakles, noch soll man Felle gerben, noch Abfälle in den Fluss werfen. Das Dekret verbietet die Nutzung des Wassers des Ilissos, eines der wichtigsten Flüsse Athens. Ich habe ihn hier rot markiert, auch weil er heute größtenteils überbaut ist. Mit dem Dekret war ein durchaus wichtiger Wirtschaftszweig, nämlich die Gerbereiindustrie, adressiert, die ohnehin für den durch sie verursachten Gestank berüchtigt war. Das Dekret zeugt auf den ersten Blick von einem Bewusstsein dafür, dass die Wasserqualität durch menschliche Industrie sowie Abfälle leiden konnte. Also das Wasser musste geschützt werden. Wenn wir den Blick über die Stadt Athen hinauswerfen auf Attika selbst, dann können wir nicht zuletzt im Kontext der Industrie beobachten, wie über die klassische Zeit mit Wasserressourcen umgegangen wurde. Auch hier gibt es wichtige aktuelle Forschungen. Wirklich kurz möchte ich mit Ihnen einen Blick auf die Silberbergbauregion im Lauräum-Gebiet im Südosten Attikas werfen. Nach Sven Philipp Brandt besteht für die verschiedensten Phasen des Erzabbaus und dessen Verhüttung ein zentraler Faktor in der ausreichenden Verfügbarkeit von Arbeitskräften, das heißt vor allem von Sklaven, die zum Teil in großer Zahl vermietet wurden. Wir werden darauf noch eingehen, wenn wir über die Wirtschaft sprechen. Er verweist in diesem Zusammenhang auf die Beobachtung, dass sich in Torikos, im Süden Attikas, Erzwaschanlagen häufig in der Nähe von Eingängen zu Minen befunden. Hier haben wir so einen Mineneingang und eine rekonstruierte Erzwaschanlage nebst dem sehr gut erhaltenen Theater. Weil auf diese Weise weniger Arbeitskraft für einen langwierigen Transport benötigt worden sei. Mit Blick auf das Wasser lässt sich beobachten, dass die frühen Anlagen tatsächlich eher in der Nähe der Steuern gelegen waren und das benötigte Wasser auch zur Trinkwasserversorgung über ein Netz an Kanälen herangeführt wurde. Später dann, am Ende des 5. Jahrhunderts, sei man dazu übergegangen, große Zisternen auch in Hanglage anzulegen, um das Regenwasser unmittelbar zu nutzen und die Ergasterien, also die Verarbeitungsbetriebe, deutlich näher an die Wasserquelle bzw. Reservoirs heranzubringen. Der Grund liegt offensichtlich auf der Hand. Brand zufolge hatte dies mit der Regenarmut in Attika zu tun, was verbunden mit einem gestiegenen Silberbedarf dafür spricht, dass einem nachhaltigen Wassermanagement eine höhere Priorität zukommen musste als den Arbeitskräften. Auch wenn regionsspezifische mikroklimatische Faktoren vielleicht stärker zu berücksichtigen sind, ist unstrittig, dass es gerade im Lauräum-Gebiet heißer war als nördlich davon und eine der Herausforderungen darin bestand, große Wassermengen auf einmal in Zisternen zu sammeln und vorzuhalten. Eine nicht unerhebliche Rolle spielte hier offenkundig auch die vor allem in dieser Zeit geläufige Verwendung von hydraulischem Putz bzw. wasserabweisendem Mörtel, dessen hauchdünne Bleiglanzschicht ein Durchsickern des Wassers und somit ein allmähliches Auslaufen der Zisternen verhinderte. Wie es zu dieser Innovation kam, lässt sich nicht mehr sagen.
Leitend für das neue Konzept waren offensichtlich keine Überlegungen zur Schonung der Ressource Arbeitskraft, sondern das Bestreben, ausreichend Wasser zur Verfügung stellen zu können. Dass die Transportwege vom Stollen zu den Zerkleinerungsanlagen und den Waschanlagen länger wurden, musste in Kauf genommen werden, denn ohne Wasser erwies sich eine kontinuierliche Produktion als unmöglich. Ich möchte noch ganz zum Abschluss die letzten 5-6 Minuten einen zweiten Bereich ansprechen, der mit Blick auf die antike Klimageschichte relevant ist und weniger diese strukturellen Aspekte mittlerer Dauer betrifft, sondern in den Bereich der Ereignisgeschichte fällt. Wenn wir die klassische Ära und Griechenland betrachten, ist es notwendig, die sehr großen vulkanischen Einflüsse zu beachten, die im antarktischen Eis auf 430 und im grönländischen Eis auf 426 vor Christus datiert werden und mit einer Abkühlung in den verfügbaren Baumringaufzeichnungen der nördlichen Hemisphäre für einige Jahre bis zu einem auffälligen Wachstumsminimum um 425 vor Christus verbunden sind. Die Aufzeichnungen der Borstenkiefer und anderer Baumringe zeigen Anzeichen für eine Abkühlung und damit wahrscheinlich für größere Vulkanausbrüche in mehreren Jahren um 425 vor Christus. Betrachtet man die Aufzeichnungen der Sonneneinstrahlung, die anhand der Sonnenproxys, Radiokohlenstoff und Beryllium ermittelt werden, so ist ein deutlicher Rückgang der Sonneneinstrahlung zu erkennen, der kurz vor oder um 430 vor Christus beginnt und ein Minimum um oder kurz nach 400 erreicht. Innerhalb von mehreren hundert Jahren gibt es in den Klimadaten der Antike sonst nichts Vergleichbares. Das mögliche Zusammentreffen mit dem Ausbruch der sogenannten Pest in Athen im Jahr 430 vor Christus, die laut Thukydides in Nordafrika ihren Ursprung hatte, bevor sie sich auf das Persische Reich und Athen ausbreitete, ist verlockend nahe. Die Autoren dieser Studie haben sie auch hier dick eingezeichnet, Plague of Athens, und dann kommt es zu diesem fürchterlichen sozusagen Tief. Das ist der Artikel, den Sie sich mal anschauen können, von Sieben und anderen. Das ist auch typisch. Erstens, also diese klimahistorischen Artikel sind erstens nicht in den üblichen sozusagen fachwissenschaftlichen Zeitungen abgedruckt, sondern eben in Nature und anderen Publikationsmedien. Sie sind viel kürzer, haben sehr viele Co-Autoren und verwenden praktisch keine historischen Quellen. Außer diese natürlichen Archive. Das ist ein Problem. Aber hier gilt es bei dieser sozusagen Korrelation Vorsicht walten zu lassen. Jüngere Untersuchungen zweifeln an dem ursprünglich frühen Datum 430 vor Christus und legen eher den Schluss nahe, dass der Ausbruch 427-26 vor Christus stattfand. Und zwar zeigen sogenannte Kryptotephra-Analysen, dass es sich um einen Ausbruch des über 2000 Meter hohen Vulkans Nabro in Eritrea handelte. Kryptotephra-Analysen werden in Geologie und Archäologie verwendet. Der Begriff bezieht sich auf Vulkanaschepartikel, die so fein und so gering konzentriert sind, dass sie im Sediment versteckt und nicht visuell als Ascheschichten erkennbar sind. Kann man in irgendeiner Weise Rückwirkungen auf die Ereignisse der Zeit feststellen? Zumindest unsere Hauptquelle für den sogenannten Peloponnesischen Krieg zwischen Athen und seinen Verbündeten und Sparta und seinen Verbündeten, der Athener Historiker Thukydides, kann für das Jahr 425 vor Christus von ungewöhnlich niedrigen Bedingungen und einer schlechten oder zumindest verzögerten Ernte berichten. Zitat: Sobald die Peloponnesier in Attika von der Besetzung von Pylos hörten, eilten sie nach Haus zurück. Die Lakedaimonier, also die Spartaner und ihr König Arges, dachten, die Sache betreffe sie unmittelbar. Da sie ihre Invasion früh im Jahr durchgeführt hatten und das Getreide noch grün war, fehlte es den meisten ihrer Truppen an Proviant. Außerdem war das Wetter für die Jahreszeit ungewöhnlich schlecht und brachte ihr Heer in große Bedrängnis. Viele Gründe kamen also zusammen, um ihren Abzug zu beschleunigen und diese Invasion sehr kurz zu machen. Tatsächlich blieben sie nur 15 Tage in Attika. Natürlich blendet dieser Bezug zwischen Klimaereignis und den Ereignissen in Griechenland vieles an dem politischen Kontext aus. Die Besetzung von Pylos beispielsweise und strategische Zwänge sowie Überlegungen auf Seiten der Spartaner, ebenso wie Athener Maßnahmen zur Abwehr der Spartaner. Thukydides selbst spricht von vielen Gründen. Seit Jahren war man in Athen auf die Invasion der Spartaner eingestellt und selbst wenn es in diesem Jahr zu klimabedingten Ernteproblemen kam, womöglich, waren die Athener zu dieser Zeit des Krieges sicher darauf vorbereitet, mögliche Engpässe zu verkraften.
Das hatte zum einen mit der Strategie des Perikles, des Athener Strategen zu Beginn des Krieges zu tun, der die Landbevölkerung Attikas dazu aufrief, sich hinter die sogenannten langen Mauern Athens zwischen der Stadt und dem Piräus, dem Hafen, zu begeben. Die Flotte Athens sowie die geografisch klug situierten attischen Kolonien im Norden stellten dabei strategische Instrumente bereit, die die große Bevölkerung, wohl über 100.000 Menschen, mit den nötigsten Vorräten versorgen konnten. Zum anderen brachte eben diese Politik auch ein großes, unvorhergesehenes Problem mit sich, nämlich die große Pest im ersten Kriegsjahr 431-30 vor Christus, die einen Großteil der athenischen Bevölkerung dahinraffte. Das heißt, es musste in dieser Zeit, also 425 vor Christus, weniger Menschen mit Nahrungsmitteln versorgt werden. Es gab weniger demografischen Druck auf Ressourcen. Diese Faktoren, also eigentlich die aus einer Bedrohungssituation, nämlich dem Krieg, mit den im Feld überlegenen Spartanern Erwachsenen, förderten in gewisser Weise die Resilienz Athens bezüglich der möglichen Klimafaktoren zur Mitte der 420er Jahre. Ich sage mögliche Klimaeinflüsse, einfach weil es zur weiteren Bestätigung dieses Gesamtkomplexes weiterer Untersuchungen bedarf. In einigen Jahren werden neue Erkenntnisse aus dem deutschen Sonderforschungsbereich 1266, Transformation, Dimension, Mensch, Umwelt, Wechselwirkungen in prähistorischen und archaischen Gesellschaften bereitstehen. Ziel des Projekts ist die Rekonstruktion von Umweltveränderungen und deren Einfluss auf die kulturelle Entwicklung in der Region um den Golf von Korinth während des Übergangs von der Bronze zur Eisenzeit, und zwar auf der Grundlage einer ergänzenden Untersuchung von Sediment und archäologischen Archiven. Elena Zoplaki und Eva Hartmann haben ein noch nicht veröffentlichtes Klimamodell für die letzten 2500 Jahre im östlichen Mittelmeerraum entwickelt. Beide sind in diesem Projekt ursprünglich angesiedelt in Gießen. Dabei werden alle verfügbaren Proxydaten verwendet, um ein herunterskaliertes Klimamodell zu erstellen, das eine fundierte Schätzung der Bedingungen in Gebieten vornimmt, die nicht durch hochauflösende Datensätze abgedeckt sind, wozu auch Attika gehört. Wir beginnen gerade erst, die langfristige Klimageschichte und ihre Komplikationen in allen Einzelheiten zu erforschen. Die anschließende Herausforderung wird darin bestehen, wie und ob und wann solche Aufzeichnungen mit der Geschichte zusammenzubringen sind. Im Laufe des Holozäns, als der Mensch begann, seine Umwelt wesentlich und nachhaltig zu gestalten, mit all den Auswirkungen, die zu dem jetzt viel diskutierten Anthropozän führen. Die griechische Blütezeit von der klassischen bis zur hellenistischen Periode scheint mit einem relativ stabilen, wahrscheinlich feuchteren Intervall in der allgemeinen Klimageschichte der Region verbunden zu sein. Diese Bedingungen werden das Wachstum vermutlich begünstigt haben. Sie erklären jedoch nicht die Handlungsfähigkeit der Menschen in dieser Zeit und auch nicht die historische Kontingenz. Damit bin ich jetzt